Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, beim Nachsitzen mit der SPD-Grünen-Kreistagsfraktion. Soweit fast alles beim Alten, außer zwei neue Gesichter, die Sie natürlich schon kennen. Christine und Günther, herzlich willkommen. Norbert Raulin hat es heute zeitlich nicht ganz geschafft, weil der Tagesordnungspunkt der Kreistagssitzung relativ schnell behandelt war bis zum Schluss. Und wir deshalb heute etwas früher in den Feierabend kommen. Interessante Punkte auf der Tagesordnung, unter anderem das Thema Flüchtlingsintegration. Da hat sich der Kreistag mehrheitlich ausgesprochen, den Kommunen unter die Arme zu greifen, gerade im Bereich der Integration für die Flüchtlinge neue Maßnahmen zu ergreifen, ganz passend auch zum heutigen Aufreißer der Forderung des Unternehmers Dietrich Lehmann. Zweiter Punkt, wir haben als SPD-Grüne Kreistagsfraktion nachgebohrt beim Thema Standort- und Immobilienkonzept. Da hat der letzte Kreistag klare Hausaufgaben aufgegeben. Die Hausaufgaben wurden leider nicht erfüllt. Und wir wurden auf die nächste Kreistagssitzung vertröstet. Ich kann Ihnen sagen, wir bleiben weiter bei dem Thema Bürgerbüros und Standortkonzept dran und werden Sie an dieser Stelle auch informieren. Wir haben aber einen Tagesordnungspunkt gehabt, der vor allem in den Medien auch besonders breit seit Monaten diskutiert wird. Und Christine, da bist du die richtige Ansprechpartnerin. Genau. Und zwar ist das das Thema Zuckerfabrik. Das ist jetzt fast ein halbes Jahr her, seit es die toten Fische auf der Peene gab. Dazu gab es heute zwei Vorlagen, eine von der CDU und eine von uns. Wir haben die beiden Vorlagen zusammen besprochen. Unser Antrag beschäftigte sich mit einer zusätzlichen Messstelle zur Erfassung von Gütedaten in Höhe der Schanzenbergteiche, also flussabwärts der Zuckerfabrik. Diese Messstelle würde die Möglichkeit bieten, eine mögliche Verschmutzung frühzeitig zu erkennen. Leider hat sich der Kreistag mit einer knappen Mehrheit dagegen entschieden, gegen unseren Antrag. Das bedauere ich sehr, verspreche aber, dass wir weiter am Thema dranbleiben und hoffe, dass es mit der künftigen Erweiterung so eine Messstelle geben wird. Der Antrag der CDU hieß Entwicklung der Zuckerfabrik positiv begleiten, Transparenz des Prozesses stärken. Dem haben wir zugestimmt, dem kann man auch nur zustimmen. Transparenz ist sehr wichtig, besonders bei der Erweiterung der Zuckerfabrik. Ich selbst werde in dem Öffentlichkeitsbeirat, der durch die Zuckerfabrik einberufen wird, im März mitarbeiten und hoffe dennoch, dass es auch eine gesetzlich vorgeschriebene Umweltverträglichkeitsprüfung mit einer wirklichen Öffentlichkeitsbeteiligung gibt. Tja, bei der Zuckerfabrik ist der gewünschte Beirat und beim Kreiskrankenhaus Wolgast, Günther, wie haben wir uns das da vorgestellt? Da haben wir einen Beirat, wir möchten aber gerne den Beirat aufwerten zu einem Aufsichtsrat. Und das haben wir knapp durchbekommen. Mit Kreismehrheit. Wir möchten auch, dass der Gesellschafter, der ja als Minderheitsgesellschafter durch die Landrätin vertreten ist, eben durch die Vertretung im Aufsichtsrat, also im Kontrollgremium, einen Sitz und Stimme hat und wir von daher besser uns einmischen und mitmischen können gegenüber dem großen Gesellschafter der Unimedizin. Das ist auch nötig, denn wir haben im letzten Jahr nicht unbedingt gute Erfahrung in der Zusammenarbeit gemacht. Das soll sich also durch diese kleine Aufbesserung bessern. Und dann hast du noch so eine schöne Einladung, die alle Kreistagsmitglieder hatten. Ich glaube, da freust du dich persönlich als Insulaner ganz besonders darüber, oder? Ja, Kerstin wird sich auch freuen. Die ist ja auf der Insel auch geboren. Das ist wirklich der Hammer, dass unsere Insel Usedom den besten Wald hat, den besten Küstenwald hat. Und da findet am nächsten Freitag eine schöne Veranstaltung statt. Till Backhaus kommt und die deutschen Förster werden dort Parade anstehen und werden uns Usedomer sicherlich das Halali zu Ehren blasen. Darauf freuen wir uns schon. Also ich habe bisher immer den Weg zur Insel Usedom vor allem wegen der schönsten Sonne gesucht. Das ist der schönste Wald, gleich um die Ecke ist umso besser. Das also durchaus heute alles Tagesordnungspunkte, die sehr, sehr knapp beschlossen wurden und man mal wieder sieht, Demokratie ist Mehrheitsentscheidung und hier kam es heute tatsächlich bei fast jedem Antrag auf eine Stimme an, hochspannend also. Ganz zum Abschluss der Kreistagssitzung haben wir noch was Besonderes gewürdigt, nämlich das Engagement unseres Beigeordneten und zweiten Stellvertreters der Landrätin Dennis Gutgesell, der aus freiwilligen Gründen nicht erneut für das Amt kandidiert hat. Heute hat der Kreistagspräsident ihn sehr würdevoll verabschiedet. Wir wünschen ihm natürlich auch als SPD-Grüne Kreistagsfraktion alles Gute. Ich bin fest davon überzeugt, man wird ihm im Landkreis Vorpommern-Greifswald an der einen oder anderen Stelle begegnen. Wir haben gehört, er ist begeisterter Jäger geworden. Im Wald begegnen wir ihn wahrscheinlich nicht, aber vielleicht auf anderer politischer Bühne auch. Und danken ihm an dieser Stelle auch ganz, ganz herzlich dafür. Wünschen Ihnen jetzt alles Gute und freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt Nachsitzen mit der SPD-Grünen-Kreistagsfraktion. Guten Heimweg euch. Dir auch. Danke.